Hallo und willkommen zu Let's Play Diablo 3 Reaper of Souls Ultimate Evil Edition. So, ich habe die Lautstärke mal ein bisschen geändert von dem Spiel, ein bisschen lauter gemacht. So, ich habe jetzt mittendrin dieses Let's Play angefangen, weil ich keinen Speicher verbrauchen möchte auf meinem Handy. Das ist nur so ein Let's Play. So, Adelsviertel von Westmark. Ich bin jetzt schon da bei der Mission, wo man bei Part 5, wo man irgendwann gegen Urzael und Martael kämpfen muss. So, und hier kommen jetzt wahrscheinlich Gegner, die niedergemetzelt werden. Bam, kaputt gemacht. Jetzt werden ein paar Gegner gefickt. Bam, Alter. Bam, Alter. Bam. Viele von euch kennen das Spiel sicherlich schon. Bam. Ein Trank. So, und da gibt es natürlich viele verschiedene Richtungen. Es sind so Dungeons. Wo sind die Gegner? Hier, Mann, da sind sie ja. Und ich habe eine Begleiterin. Die Verzauberin. Boah, und ich bin der Kreuzritter. Wie ihr sehen könnt, hier, das ist der Kreuzritter. Und hier kann man die Waffen aufwerten und so. Und hier sind die Fertigkeiten. Hier die Sachen für die Begleiterin. Und hier stehen die Quests. Findet den Turm von Cori lernen und der ist alles vorzulesen, das dauert zu lang. So. Und hier ist ein Dungeon. Ich bin jetzt in so einer Welt und hier betrete ich ein Dungeon, Knochenlager, Ebene 1. Es ist ein Gräuel, sehen zu müssen, wie es von Seraphim verwendet wird. Ja, du sagst es, Verzauberin. So, jetzt betreten wir den Dungeon. Denn hier gibt es weitere Gegner, die auf uns warten. Und hier weitere Sachen zu erkunden. Und die Leiter, die kann man doch auch irgendwie kaputt machen. Ah, egal. Ich will euch jetzt nicht nur irgendeinen Scheiß zeigen. Ich will euch zeigen ein paar Monster, die zum Betteln. Oh, und wie man sieht, ist hier ein Spawner sozusagen. Das Wort kennt ihr sicherlich schon von Minecraft. Das werde ich übrigens auch noch let's playen. Ganz schön laut, wa? Ja, sorry, ich muss die Lautstärke doch nochmal ändern, aber ihr wisst ja schon, was die so reden. Habt ihr ja gerade schon gehört, so. Bam, bam. Ich wollte euch ja nicht langweilen, ne? Ha, ha. Ja, Kreuzritter, du sagst es. Natürlich droppen die auch richtig geile Objekte. Bam. So. So. Noch diesen Gegner hier. Und der, die kleine Ratte da. So. Und hiermit würde ich sagen, beende ich das Let's Play. Das ist der Kreuzritter nochmal deutlicher. So. Sein Name ist Andrew. Habe ich jetzt so ausgesucht. Einfach mal so. Also. Viel Spaß und haut rein. Und seid beim nächsten Mal dabei bei meinem nächsten Let's Play. Sei es GTA 5, sei es Minecraft. In dem Fall war es jetzt Diablo, Reaper of Souls, Ultimate Evil Edition. Akt 5, wie ihr seht. So, bis dann. Tschüss.